Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Die Legende des Trikaros. Heute wäre es soweit, dass wir ein bisschen so die Tombola-Sachen mal rausholen. Ihr wisst es ja, man kann leider die Erze hier nicht stacken. Und ja, ich habe jetzt heute ein paar so Dinge rausgeholt von den ganzen Tombola-Sachen von Trika, wo man ja gekriegt hat mit den Gratislosen. Und ich probiere jetzt einfach mal so, ja, muss es mal richtigen finden. Hier haben wir zum Beispiel Seelenkristall, den können wir gleich probieren. Jawohl. Jawohl, der hat gleich geklappt. Können wir dann verkaufen. Schade ist halt wirklich, dass man die nicht stacken kann. So, für das nächste brauchen wir auf jeden Fall, gehen wir da schnell mal auf die Grafschaft Yami-Map. So, als nächstes machen wir jetzt, probieren wir den Smaragd mal schnell aus. Jawohl. Okay, der ist gefailt. Dann hätten wir noch Kupfer. Ja, wie wir das machen, ist jetzt natürlich das nicht dein Ernst. Man kann das, wenn es nicht gesteckt ist, kann man es im Endeffekt nicht, jo, veredeln, so wie das aussieht, weil man braucht natürlich 100 Stück. Ja, dann können wir die eigentlich gleich wieder fallen lassen, weil bis zur nächsten Tombola dauert es noch Ewigkeiten. Und naja, das lohnt sich dann ja fast gar nicht, die aufzubewahren. Jo, dann kommen wir so ein. Das ist natürlich blöd. Dann lohnt sich die Sache natürlich nicht, wenn sie nicht stackbar ist. Das heißt, wir brauchen jetzt noch Weißgold. Und da hätten wir auch schon einen. Jetzt probieren wir noch das Weißgold. Jawohl, jawohl. Auch fehlgeschlagen. Dann können wir das. Ah, das könnte vielleicht stackbar sein. So. Wir haben am Wochenende noch den, oder beziehungsweise am Mittwoch den Livestream gehabt, da hat man diese Amos-Truhe haben wir da bekommen vom Dämonenkönig. Daraus haben wir so eine grüne Drachenbohne bekommen, eine weiße Perle und diesen Autotrank. Ich glaube, man kann es nur ein oder zweimal öffnen, deswegen machen wir die jetzt einmal noch auf. Okay, Tapfies, ja. Okay, dann hat man nämlich schon die 10 Tapfies hier noch. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall auch noch da ein bisschen Gewinn gemacht. Wir haben jetzt 180 Millionen. Ich werde jetzt mit Rika mal schnell ein paar Medaillenstücke farmen, weil aktuell ist noch das Medaillen-Event, da bis zum 26.02.14 Uhr. Jo, und deswegen werden wir da auch noch schnell die Medaillenstücke farmen. So, das werden wir natürlich nicht jetzt auf Rika machen, weil am Mittwoch ist wieder eigentlich Rika Wednesday. Ich weiß aber noch nicht, ob ich da wirklich Tricker mache oder ob wir einen Zodiac Run machen im Livestream. Deswegen, ich werde jetzt erstmal auf der Charmy werde ich die Heldenmedaille machen, dass mal die Leute wissen, wie das Ganze funktioniert. Dazu kann man jetzt auch schön die Tapfis verwenden, die man von der einen Sache bekommen hat, also von der Amos-Truhe. Ja, die könnt ihr liegen lassen, die Medaillenstücke, wenn ihr sie droppt. Und die kann dann ein Nebenchar aufsammeln und eine Truhe erstellen. Eine Truhe hat quasi gute Sachen drin und ab quasi, ja, wenn ihr einmal die gute hattet, dann kommen halt nur noch so Upstuff-Truhen raus, wo halt weniger gut sind. Aber ihr kriegt einen Tag eine Heldenmedaille, also 24 Stunden lang hält die und die pusht euch dann für Mietenstein-Farm oder Bosse-Farm eigentlich dann mega nice und damit könnt ihr dann quasi einen Tag lang farmen und so will ich das halt bei Trika auch machen, dass wir ein bisschen Mädchensteine farmen gehen im Livestream und da die Heldenmedaille dann ausnutzen. Und dementsprechend werde ich jetzt mal die Medaillenstücke farmen. Ihr seht das ja, man droppt relativ viel. Und ja, dann werde ich das mal zeigen, wie das funktioniert. Das heißt, ihr farmt jetzt hier Medaillenstück 1 bis 5. Steht da hier dran, 5er und ein 3er haben wir jetzt gedroppt. Dann kann das meine Charmy gleich aufsammeln. Und dann zeige ich euch, wo man das abgibt. Das Event geht bis zum 26.02.14 Uhr, so wie es wohl geheißen hat. Und dementsprechend könnt ihr das noch ausnutzen, wenn ihr DE anfangen wollt. Dann könnt ihr so einen Bonus noch erhalten für einen Tag lang, wenn ihr die Medaillenstücke dann abgibt. So, wir haben jetzt hier ein bisschen gesammelt, bei Trikaros auch. Ich habe auch schon ein paar Splits wieder gesammelt. So, und jetzt müssen wir Map 2, also hier in der Stadt und dann zu Yuhavan. Dann kann man Heldenmedaille anklicken, weiter, ja. Und dann muss man quasi einmal so eine Reihe von Medaillenstück 1 bis 5 farmen. Dann hier nochmal draufklicken, ja, habe ich gefunden.
Und dann kriegt man eine Heldenmedaille, die gibt 50% XP, 30 Schaden, 20 Angriffsgeschwindigkeit, 20 Zaubergeschwindigkeit, 10 TP und 10 MP und ihr könnt dann ausrüsten und dann habt ihr das. Und dann kriegt ihr einmal so eine gute Truhe und wenn ihr dann nochmal drauf geht und da nochmal drauf klickt, dann kriegt ihr so eine, sagen wir mal, etwas mehrere Truhe. Wenn man die jetzt aufmacht, jo, ist das Tigerfell, also so Upstuff. Jetzt machen wir die auf. Gegenstand verstärken, nice one. Also, das lohnt sich, wenn ihr es einfach nur abholt, just for fun. Und dann könnt ihr auch Switcher oder sowas kriegen, glaube ich auch. Also, holt es euch ab, vielleicht auch mit mehreren Chars einfach machen. Ist eigentlich dann sehr lohnenswert. Und das werden wir bei Trika auch noch aufmachen und dann mal gucken, was wir kriegen. Und auf jeden Fall, das ist schon mal ein guter Anfang. Und jetzt werden wir nochmal zum Handelsprojekt gehen. So, jetzt wollen wir auf Keltron unserem Handelsprojekt schauen. Ist ein bisschen unübersichtlich, ich werfe jetzt hier einfach mal so ein paar Dinge raus. Wir haben jetzt 30 KK, 30,5 sogar. Jo, wir haben ziemlich viel verkauft. Wir haben die Drachenreihen für 5 verkauft, Granat haben wir für 5 verkauft, 10 Kristalle haben wir für 5 verkauft, wir haben Blutsteine für 2 KK verkauft, 2 Stück insgesamt. Dann haben wir Weißes Haarband Plus verkauft für 2 Stück für 700k, haben wir ja damals für 155 gekauft. Wer sich interessiert, was wir alles gekauft haben und wie viel und wie viel losgegangen ist, kann es gerne unten in der Videobeschreibung, ist eine Excel-Tabelle auf Google verlinkt, da kann man immer gucken, was ich gekauft habe, für wie viel und für wie viel es weggegangen ist. Genau. So, und wir müssen jetzt natürlich wieder was finden und 30kk, da könnten wir uns auch mal ein bisschen was mehr leisten. Jo, da werde ich jetzt mal was buchen. Da habe ich 2 Schnäppchen gefunden, 2 DB-Steine plus 4, 850k, die werden wir natürlich gleich mal kaufen. Gut, der Hass ist eigentlich normal, so wie eigentlich auch die anderen Gegenstände. Müssen wir einfach mal ein bisschen weiter suchen. Gut, Aura kriege ich eigentlich schon auch für 3,5 weg, aber ich weiß nicht, ob sich das unbedingt lohnt. Oh, obwohl, 2 Bücher. Sind halt 500k Gewinn pro Stück. Also werden wir die einfach kaufen. Sonst ist eigentlich in dem Laden jetzt nichts Besonderes mehr. Jo, noch besser, weil da habe ich letztens auch welche für 1,5kk verkauft von den DBs plus 4. Also wenn das jemand mal braucht, dann würde die auf jeden Fall kaufen. Also nochmal um die 1kk geben. Sehr schön. Und zum goldenen Abschluss haben wir jetzt hier noch eine Pet-Bücherkiste. Verkaufen wir mal für 25. Klar, das ist jetzt noch günstig. Manchmal kaufen die Leute einfach eine. Deswegen werde ich jetzt auch eine kaufen und die für 25 verkaufen. Gut, das wär's. Ich hoffe, dass wir da so um die 5 bis 7kk Gewinn machen. Heute ist leider die Ausbeute halt nicht so gut. Und ja, aber dafür relativ geringfügig zu verkaufen. Und dann werden wir nächstes Mal wohl hoffentlich an die Eiche gehen kommen. Gerade so Eichensteine günstig kaufen, verkaufen, bringt halt schon viel Geld. Da werden wir ein bisschen, denke ich, dann auch sehr oft mal switchen müssen in den Parts. Also dass wir halt einen Stein kaufen, direkt wieder verkaufen, kaufen, verkaufen. Und so wird es dann relativ schnell hochgehen. Gut, das wäre es für den heutigen Part. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bleibt dabei, lasst ein Abo da, ein Like und ein Kommi zum Videopart. Und dann bis zum nächsten Mal.